Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin's euer D. Und wie ihr sehen könnt, bin ich wieder am Start mit Assassin's Creed auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Natürlich Assassin's Creed Valhalla. Hier haben wir die letzte Folge aufgehört, in der dritten Folge. Und ich sehe zwei Symbole auf der Karte. Einmal hier so ein Treppensymbol in die Richtung, da werden wir hinschauen. Und hier das Goldsymbol. Home. Oh, it was home once. Aha, und hier unten sehen wir auch. Hallo, wieso kann ich mich nicht bewegen? Hallo? Ja, hier unten, ich werde es nochmal machen, sehen wir auch schon Reichtümer. Alter, wieso kann sie sich immer so lange nicht bewegen? Kehrt mit ihr. Leute, das ist unser altes Zuhause, oder was? Ja gut, ich erwarte jetzt hier einfach mal keine Gegner. Ernsthaft, ernsthaft. Ich habe da nicht drauf geklickt, aber hey. Aha. Was haben wir hier? Sneaky Eingang. Bin ich jetzt behindert oder ist das Symbol? Achso, das sind die Schätze hier unten. Ah, verstehe. Jetzt müssen wir nur hinkommen. Ich schätze mal, geht über die Treppe. Komm hier rein. Da finde ich ein bisschen schade, man kann hier zu wenig noch fast interagieren. Er hat ja auf jeden Fall noch mehr Möglichkeiten. Klingeling. When Father first showed me this passage, I was so excited. I won every game of hide and fetch after that. Vergessen wir mal eine Fackel. Aha, da können wir dann interagieren. Oh, cool, ja. Jetzt lass es los. Ey, will ich mich jetzt verarschen? Die will mich echt verarschen, oder? Aha, auf G. Glaube ich jedenfalls. Okay, schauen wir, was haben wir hier drin? Wunderbaren. Nur ein Kohlebahn war da drin. Leder, Eisenerz. Und nochmal Eisenerz. Okay, schon mal gut. Ich glaube, wir können jetzt wieder verbessern, oder? Jo. Schade, ich würde die Axt verbessern. Okay, dann werde ich für die Axt sparen. Wie kann ich nochmal die Fackel verändern? Okay, einfach mal stumpf irgendwas drücken, fertig. Ich werde das doch mal zur Haupthalle gehen. Schließlich, ja, war das unsere letzte Nacht als Kind, an die wir uns erinnern können. Aber vielleicht können wir hier noch rein. Da geht schon mal nicht hoch. Hier ist auch zu. Echt schade, ich wäre gerne da noch mal reingegangen. Vielleicht gibt es hier drin noch irgendwie ein Hidden Secret. Vielleicht kann man nicht rüber. Ja, vielleicht kann man irgendwann später noch mal damit interagieren. Ich werde jetzt dem Mainquest nachgehen. Und dann würde ich sagen, ich skippe euch das Ganze, weil ich glaube, wir haben eine richtig, richtig lange Fahrt vor uns. Deswegen, ja, bis gleich. Let's get out of here. Coolio. Das ist filmischer Kamerastil.
Ja, gut, also es gibt schon Besseres, aber ihr seht schon, wir sind hier. Wir sind gefühlt am anderen Ende, wo wir hin müssen. Ich dachte mir, bevor ich mich da jetzt abracke und einfach hier selber da entlang schippe, wir müssen sowieso erstmal zur Quest, bevor wir die ganzen Nebenquests machen können oder bevor wir die geilen Orte kennenlernen können. Deswegen, ja, lasse ich sie einfach mal selber schippern. Genau, ich glaube, da rechts hatten wir... Okay. Ich glaube, da rechts, genau, da rechts haben wir das Schiff bekommen. Und wir sind jetzt hier links lang geschippert und haben hier hinten alles erkundet oder vieles davon. Haben wir dann den König letzte Folge kennengelernt. Aha, man sieht ja sogar im Wasser, wie wir jetzt lang schippern. Okay, ich dachte ja schon, es wird so Minecraft sei, also jetzt so geradeaus und auf einmal so blub. Aber ja, gut. Okay, da hinten ist dann unsere Quest. Und ich schätze mal, wir werden jetzt hier eben so die Küste entlang schippern und dann rechts andocken. Wir waren links. Vielleicht hätten wir sogar zu Fuß gehen können, aber die Quest heißt Segle nach Vornberg. Deswegen segeln wir auch. Nicht, dass wir dann da angekommen sind. Dann heißt es ja, wir haben unser Schiff nicht dabei und unsere Crew nicht. Das wäre ungeil. Das wäre ungeil. Oh, was haben wir denn hier? Okay, kann ich wieder... Ich werde hier mal kurz an Land gehen. Wieso leuchten wir? Achso, wegen Odin-Schüssel. Coolio. Können wir rückwärts einpacken? Aber wenn ich schon mal hier bin. Ah, eine neue Schnellreise ist hier, wurde zur Weltkarte zu. Wir haben eine Weltkarte? Ah. Aha. Okay, da müssen wir hin. Was ist das hier? Keine Ahnung. Genau, hier war der andere Hafen und jetzt haben wir hier einen Hafen. Hier unten haben wir noch einen Aussichtspunkt, da können wir aber glaube ich noch nicht hin. Ihr seht schon hier so diesen Bereich. Sprich, hier kommen wir jetzt hin und das hier haben wir erkundet. Hier haben wir erkundet und jetzt müssen wir eben dann hier hin. Hier werden wir so lang schippern. Ich werde aber schauen, dass wir hier vielleicht noch hin können. Artefakte haben wir noch keins. Ah, okay, das hier sind so die Gebiete. Hier unten das Gebiet. Lol, da müssen wir hin. Wir müssen... Lol. Was ist denn hier? Okay, ich würde sagen, hier werden wir auf jeden Fall noch hin. Das wollte ich mir doch genauer anschauen. Dock the ship here. Ich sehe schon, wir werden die nach vorn bekommen. Ja, das habt ihr toll angedockt, Männer. Ich bin stolz auf euch. Wenn die es jetzt andocken, jetzt wo ich vom Schiff runter bin. Ja, okay. Ja, aber ich will wissen, was das da oben ist. Hauptsache erstmal reingehen und dann nachschauen, ob die irgendwo vielleicht ein Gegner sein könnte. Was ich mich gerade frage, links unten ist das Herz mit einer Null. Ich will irgendwie nicht unbedingt wissen, was passiert, wenn wir hier bei... Ja, wenn das jetzt weg ist. Heißt das, wir können irgendwann nicht nochmal respawnen? Na warte, hier sind Bären. Ich muss sagen, ich nutze lieber Odins Licht, als dass ich den Raben nutze. Der Raben ist mal so ein bisschen langweilig. Aha! Was haben wir da unten? Haben wir keinen Bogen mehr ausgerüstet? Wieso haben wir den nicht mehr ausgerüstet? Nein, oder wir haben keinen Pfeil. Gut, dann... Entschuldigung, ich muss erstmal zu deinem Kollegen. Ich mag's nicht, wenn der mir hier gleich einen Pfeil in den Arsch ballert. Au! Als ob der jetzt gerade.
ernsthaft sein Schild nach mir geworfen hat. Ich glaube, es sagt. Als ob die jetzt auch noch Schilde werfen können. What the frick? Na gut, kann ich jetzt wieder Proviant aussammeln. Einen Wolf lasse ich mal in Ruhe. Ich sehe gerade nicht. Ich will auf jeden Fall hier zu dem Punkt gehen, weil vielleicht haben wir hier dann eine Schnellreisestation. Auf jeden Fall praktisch. Aha, wir haben hier rechts was zum Looten. Man sieht es oben auf der Karte. Ja, du kannst leben. Hallo. Ich tue euch nicht. Hey, der ist da und jetzt schaue ich mal. Have a look, Sunan. Nein, oder? Gut, ich werde erstmal nach links. Da sind Pferde. Ich habe halt leider gerade nichts mehr. Hey, keine Pfeile mehr. Also die auszuschalten. Hey, wie sieht's hin? Geht gar nicht mehr so einfach. Hier ist eine Quest. Aber das da vorne wird übel. Das da vorne wird übel. Aber wir werden es machen. Muss auf jeden Fall auf Leben gehen. Wir können die größtenteils austänzen, aber wenn die uns halt ein, zweimal hitten, sind wir in der Regel down. Das war close. Ich weiß nicht, ob ich mich mit denen auf dem Pferd anlegen kann. Ohne Pfeil und Bogen. Wishal! He has been taken by bandits! Come quickly! Vielleicht noch by bandits! If you are as brave as you appear, you will come! The Jarl will be. Was haben wir hier? Lösegeld für den Jarl. Wir haben euren Jarl. Wenn ihr nicht wollt, dass wir sein Äthers Blut vergießen, bringt uns sein Gewicht in Silber. Wir sind im Wald nordwestlich der Everick Schiffswerkstatt. Stellt kein Heer auf, um ihn zu retten. Wir haben viele Speer und würden davon erfahren. Sollte dem so sein, verwirten wir ihn an die Würmer. Klingt positiv. Ich habe nur, wie gesagt, Angst vor den Dudes auf den Pferden. Wenn die so einen Sturmangriff machen oder sowas, dann bin ich ziemlich gearscht. Was war jetzt das? Ich habe leider noch kein Pferd, das ist gerade ein bisschen mies. Wahrscheinlich sollte man eigentlich die Quest eigentlich machen, also wir sind schon im höchsten Schwierigkeitsgrad. Und machen es uns noch schwerer. You know where they are. You lead. Fine, follow me. Ich schau grad mal, kann man. Nee, ich will den Köcher nicht verbessern. Ja, Max Pfeilkapazität, super, wir haben sowieso gar keine Pfeile. Kann man die nicht irgendwie herstellen? Nee. Ja, das hier kann man auch. Damit kann man handeln, verstehe. Schau, ich würde gerne Pfeile herstellen. Oh oh. Norway belongs to the North. Ups, nicht schon wieder diesen Scheiß. Wäre ein Angriff. Okay, ich kümmere mich erstmal hier um die Leute. Bevor ich mich um den Oberbabo kümmere. Hat der gerade Staub nach mir geworfen? Oh, das war gerade noch ausgewichen. Oh, shit. Nein, 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 nein.
Ah, stimmt. Schwerer Angriff und ich hab geblockt. Ja gut, nächster Tod. Nein, nächster. Oh, bitte, müssen wir jetzt nicht so weit laufen. Oh mein Gott, bitte nicht. Okay, passt, wir sind jetzt hier beim Hinterhalt. Okay, den tut hier als erstes. Das ist ein schwerer Angriff. Ja gut, vielleicht sehen wir dann nichts mehr. Wo läuft der jetzt hin? Ah, das ist der Kommandant. War das nicht einer mehr? Ui. Oh, ich hatte keine Ausdauer mehr. Okay, die Köpfe unfair. Das gefällt mir gar nicht. Ah, das war dieser Execute-Griff wieder. Stirb, Kartoffel. Bam! Und bam! Oh, das war übel. Bitte nicht hinschauen. Denkt euch das Ganze einfach zensiert. Mann, ich brauche wieder Pfeile und keine Maultrommel. This pathetic gamble has cost them their lives. They threatened to kill me if I did not help. So to save your life, you let others through their death. Our village was burned by Kjotve the Cruel. We had to flee to the forest. Those who survived grew mean and desperate. Olaf, one of the men you killed, said we had to fight for our land. But he only wanted to kill for silver. You picked the wrong fight. I am of Raven Clan, and Kjotve's sworn enemy. Then we share a common foe, and I was wrong to use you like that. Your second mistake was choosing me as your prey. That was not a mistake. Ey, der wird auch sterben. A good fighter. I was hoping you would kill or weaken Olaf so I could escape. You are young and still foolish, so I'll spare you your life. Was? To cross me again. Wieso verschonen wir ihn? Anyone I cherish, and you will join your friends in Helheimer's foul forests. Aber was geben wir uns dabei? You will never see me again. I will be a white rabbit in the snow. Gut, wir haben neues Rätsel. Da hinten ist das Pferd. Können wir das jetzt nehmen? Dann mit dem Pferd können wir hier können uns ducken. Nein, ich wollte nicht absteigen, ich wollte mich ducken. Wait. Ah, okay, wir können so schnell absteigen. Verstehe. Also C ducken, C gedrückt, dann absteigen. Straße folgt mit Y. Ah, wir können treten. Ah, da hinten sind wieder die Pferdchen. Okay, ich werde mir das Ganze mal mit dem Ohr ausholen. Ausholen. Ich werde mir das Ganze mal mit dem unserem Raben anschauen. Weil hier aus sicherer Entfernung. Okay, du kannst mir aufhören zu laufen. Okay. I need Was your eyes, my haben friend. Wir denn da? Also hier haben wir schon mal einen. Da haben wir einen. Immer keine Bögen. Das ist gerade ein bisschen fail. Keine Pfeile. Da haben wir einen. Also alles ist bewacht. Wir könnten hier über den Stein, dann könnte der uns sehen. Aber wir könnten uns hier reinschleichen zu der großen Halle. Das bringt uns nichts. Da ist ein Pferd. Ich wette halt, dass wir tot sind, wenn wir da reingehen. Wisst ihr, was ich meine?
Sollen wir es trotzdem versuchen? Kann ich das Pferd jetzt eigentlich rufen? Nee. Erstmal rein. This place is heavily guarded. Ah, shit, der da oben sieht uns. Wenn wir näher gehen. Der kennt uns sehen. Da, ja. Shit, ich komme hier nicht runter, ohne dass der mich sieht, wahrscheinlich. Versuch's mal. Berggebiet. Können wir schon. Können wir den vielleicht ausschalten? Aha, der Dude da drüben hat uns fast gesehen. Okay, wir sind gerade versteckt. Wenn ich den da am Tor jetzt abmurks, wird der da drüben mich wahrscheinlich sehen. Wollen wir es versuchen? Ich habe leider noch kein Execute. Okay, den haben wir schon mal ausgeschalten. Lol. Das Schild rollt, denn er ist es um. Ja gut, mit dem kann ich reiten. Bringt mir nicht viel. Brauchen irgendwo Pfeile. Oh mein Gott. Das war close. Okay, hier ist ein Oberbabo. Da drüben ist ein Babo. An dem Tor ist wahrscheinlich auch ein Babo. Können wir nicht so leicht ausschalten. Oben ist der Turm, da müssen wir auch noch aufpassen. Okay, vielleicht können wir den Dude hier drin fighten. Ich versuch's einfach mal. Das war so lucky. Hat er sich gerade geheilt? Oh oh, nicht nach draußen, nicht nach draußen. Ich will, dass der hier wieder näher rankommt. Der Kriegsbandenanführer. Hör auf, dich zu healen! Was geht mit dir falsch? Ei, das hat wehgetan. Nein! Ja, wir waren safe tot. Okay, das können wir noch nie machen. Wir brauchen erstmal Pfeile. Ja, wir brauchen Pfeile. Dann können wir alle draußen easy abschlachten. Außerdem versuchen es nochmal. Wir haben halt leider noch keinen Assassinenangriff. Ich weiß nicht, wie ich meine Pfeile wechseln kann, verdammt. Oh oh, wir sind gleich sowas von dem Arsch. Jetzt da rauskommt, die Leiche sieht. Na. Toll. Wir haben eine geile Pose hier jetzt. Gut, dann. Okay, die können wir relativ geschmeidig ausschalten.
Der da drin ist wieder ein Badass. Ich werde mich hier erstmal um den kleinen Scheiß größtenteils kümmern. Oh mein Gott, das war close. Ist immer noch am Tor stehen und der da vorne. Ah, das sind mehrere. Bin ich da? Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Gut, meine Freunde. Ich muss leider an dieser Stelle sagen, ich bin gerade in der Vorproduktion. Ich bin leider gerade in der Vorproduktion. Deswegen muss ich hier an der Stelle sagen, ich muss es hier abbrechen. Ich werde dich nochmal schlau machen, wie ich auf meine anderen Pfeile wechseln kann. Es kann doch nicht sein, dass ich keine Pfeile nehmen kann. Aber ja, ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Nächste Folge werden wir hier das Gebiet nochmal in Angriff nehmen. Doch jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.